Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Ark Survival Evolved. Wir haben ja in der letzten Folge das Gehege ja fertiggestellt. Und wir wollten das ja heute nochmal angucken. Und das werden wir auch tun. Aber vorher gucke ich nochmal. Was eigentlich für Munition? Was kommt denn Munition in Sturmgewehr, finde ich? Das. Ja, Gewehrmuni. Ah, Gewehr. Und Simple, nein, wir haben nicht Simple, wir haben das Assault Rifle, ja. Ups. So. Ja, brauchen ja das. Okay. Okay, sorry. Geht ja ganz schnell, ne? Ich mach mal so 150. Sollte für den Anfang reichen, eigentlich, ne? Für den Anfang sollte das reichen. Ich muss noch 150 Mal draufklicken. Immer noch 150 Mal draufklicken. Okay. So. Haben wir das hier. Wir wollten ja uns das angucken, ne? Hier haben wir erstmal dann die normalen, also. Der Brachiosaurus kann ja erstmal jetzt hier stehen bleiben. Verhalten. Aktiv rumwandern, wie du. So, also, wir fangen mal hier vorne an. Hier sind die zwei Gates eben halt und hier sind die Elektrozäune, so, die eben halt jetzt ohne Elektro noch sind. Aber die werden noch mit Elektro gemacht. Wir haben hier dann eben halt so, komm, kann man hier ans Wasser kommen und die können dann eben halt hier trinken, wenn sie eben halt Durst haben, so. Dann kommt man hier hin, hier kann man eben halt dann, dachte ich mal, rein, rüber und reingucken. Und hier ging es dann weiter. Hier hat der Biber, das Riesenbiber, dann hat hier Holz und Zement. Also wenn wir Zement brauchen, wissen wir ja, wo wir es herbekommen. Dann geht es hier eben halt hinten weiter. Das Gehege muss dort hinten nochmal richtig gemacht werden. Ein paar Fische sind hier. Bis jetzt so finde ich es ganz nice und schön. Finde ich gesagt, vielleicht ein bisschen schnell gemacht, aber wir wollten ja und nach der fünften Folge mal das erste Gehege haben. Würde ich wohl mal sagen. Und, ja. Das dazu, da oben konnten wir das nicht anders haben. Dann wollen wir eben halt jetzt hier, sind vielleicht ein paar Steine oder so, eben halt, können ja rumwandern, wie sie wollen. Und essen und so. Und hier müssen wir, dachte ich, müssen wir ja eh noch. Deswegen, ich weiß nicht, was ist am besten? Spikes, ne? Das sind Flammen-Elektroschocker. Holz. Klar. So.
So. Holzbarrikade. Kann leider nur einmal herstellen, was komisch ist, aber naja. Ist eben halt so, wo da. So. Können wir auf der anderen Seite machen. Oder auf unserer eher. Ups. So, man soll ja eben halt ja eigentlich auch dort nicht hingehen, deswegen. Also die Tiere eben halt zumindestens. Aber dorthin ist ja immer noch unser Haus, dort bleibt auch das Haus. Wir sind jetzt eben halt gucken. Also das nächste sage ich eben halt Brontosaurus oder Brach. Das ist der Brachiosaurus. Das sind Stegosaurier, also Stegosaurus. Das kann schon mal aus. Dann hier. Steine. Da. Das ist zu wenig Holz. Dort dachte ich immer für das andere, aber dann hatte ich immer wieder zu wenig, dann wieder zu viel. Und ja. Es ist unmöglich, wir haben hier aber schon noch ein bisschen Sachen und so. Ne, also wir haben hier noch genug und ja. Gucken. Generator. Was brauchen wir denn für einen Generator? Talbahn und Elektronik. Elektronik. Einmal herstellen. Lol. Dachte mir halt, Generator beginnt hier. Haben wir nicht sogar noch Stromkabel? Kabel. Kabel dabei. Ich weiß selber nicht, wie das hier hinten. Erstens, ich weiß noch nicht mal, wie eben halt dort eigentlich jetzt richtig Energie hinkommen soll. Hier ich bin. Wo ist denn jetzt das Kabel? So. Das sind Scheiße. Mann, ey. Schräges Stromkabel brauche ich vielleicht Dinger viermal. Ich weiß es aber auch nicht so ganz genau. Gut. Und jetzt können wir mal gucken, wie das hier funktioniert mit dem Bauen.
Das muss erstmal abgerissen werden. So ein schräges Kabel wäre eben halt auch cool. Ne? Er ist doch an. Ich verstehe mal nicht. Automatisch. Eben war da was da. Okay, 100%ig verstehe ich jetzt es nicht, wo es hier eigentlich angeschlossen sein soll. Also, wo soll es denn hier angeschlossen werden? Okay, ich hab's nicht verstanden. Jetzt weißt du, was ich meine. So, 7. Oh ne. 5, 6. Mann! Geht das eigentlich? Nee, ne? La, schade, schade, schade. Schräges, schräges, schräges. Jupp, ich warte einfach. Bringt ja auch so viel, wenn man das dort macht. Es macht ja so super viel Sinn. Okay, wo ist denn jetzt, hä? Ach so. So hoch. Benutzen wir wieder das. Nochmal das. Gehen wir nochmal damit. Also nochmal das. Nochmal. Warte, was braucht man denn dafür? Nee.
Auch nicht. Strukturen elektrisch. Toll. Schön, dass man das sagt. Steckdose braucht man. Oh ja, ich bin die Steckdose. Oh ja, ich brauche dich. Das kann man nicht überall dran machen. Ohne Energie. Ohne Energie. Verstehe nicht. Sorry, ich bin irgendwie zu blöd. Ich verstehe es ehrlich nicht. Sorry. Egal. Gehen wir erstmal hier wieder rein. Hier müssen wir auch noch was machen. Ja, auf jeden Fall, sonst habe ich immer halt Angst, dass ihr rauslauft. Ich habe immer halt Angst, dass sie rauslaufen, weil, ja, ich kenne das schon. Wir kennen ja das Problem. Also, ich kenne das aus dem Video. So, jetzt muss ich mal wieder die Kristalle loswerden. Da sieht man das Blöde, wenn man eben halt so viel Ressourcen dann wieder mal bekommt. Naja, ne? Ist eben halt so. Was waren die Spikes, Alter? Ich habe mich so erschrocken, so hell wie Dilf. Was ist das? Achso, das bist du. Warum? Wut. Nein. Use the craft. Full list. Barricade. Schnell. Barricade. Barricade. Hä? Arg. Holzbarrikade. Bodenzweig. Oh mein Gott, ey, bin ich dumm. Hä, was mach ich?
Behindert. Sorry, aber deswegen soll man ja auch da nicht reinlaufen. Deswegen mache ich den ganzen Scheiß ja auch. Wie bist du jetzt hier durchgekommen? Lol. Dafür habe ich ja jetzt hier die Spikes platziert. Vielleicht noch nicht alle präzise, aber naja, reicht ja. Okay. So, jetzt können sie eben halt dort nicht mehr raus und dort auch nicht. Jo. Das wäre dann hier eben halt so, dass die ja alle rumlaufen. Ja, man sieht auch gerade. Und dann denke ich mal, müssen wir uns auch mal in. Ich weiß ja nicht mal, wie lange immer die Folgen gehen. Ich habe sie mal vergessen. Also ich ab der nächsten Folge. So, wir können ja nochmal in der Folge. Okay, unsere Base liegt im. Westen. Unsere Base liegt im Westen. Hoffe ich zumindestens. Naja, wir sind ja gewappnet. Sieht schon mal cool aus, aber naja. Klar geht es noch anders. Ist ja nicht das Einzige. Ceratops. Was mache ich? Was ist das? Oh, so ein Teil. Hier ist eine friedliche Region, aber eigentlich dachte ich. Sollten hier immer T-Rex herumlaufen, ist ja die Tropical Island, also nicht Tropical, ist ja hier Lava Island. Also bis jetzt habe ich eben halt eigentlich nichts mit Lava gesehen. Aber unten sind schon bisschen komische Sachen passiert, sehe ich. Ja, na, ich bin tot. Ehrlich? Wenn sie mich verarschen. Toll.
Toll. Wir sehen uns in der nächsten Folge und ich hoffe, wir finden unsere Base wieder. Ansonsten drehe ich durch. Ciao.